Simon, Ihre Mannschaftskollegen Benedikt Doll und Arne Pfeiffer haben hier erzählt, dass Sie sich müde gefühlt haben während des Rennens. Wie ging es Ihnen? Es ging. Zum Schluss war ich doch dann auch ganz schön kaputt. Die Strecke ist sehr, sehr tief. Also ist nicht so schnell zu laufen wie jetzt im Einzelwettkampf. Aber da muss jeder durch. Auf die Müdigkeit möchte ich es eigentlich nicht schieben. War eher ein bisschen unkonzentriert, glaube ich, dann einfach beim Schießen. Da war eine Lücke zu den Vorderen, dann mag man es natürlich schon auch aggressiv angehen und ein bisschen was auch riskieren. Und ja, ist leider mir heute nicht geglückt. Und bei so Bedingungen, 4 Nachlader, ja, ist nicht das Gelbe vom Ei. Klar, insgesamt waren es 10 Nachlader, aber ist es dann tatsächlich bei Ihnen auch so, dass so ein Staffelrennen einen nochmal zusätzlich unter Druck setzt, weil man es eben besonders gut machen will für die ganze Mannschaft? Ja, unter Druck setzt nicht mal. Man möchte halt selber nur das Bestmögliche für die Mannschaft dann rausholen. Und wir schauen natürlich in Richtung Podium und wollen jetzt eigentlich nicht 4., 5., 6. werden. Und deshalb wollte ich es eigentlich besonders gut machen, aber ja, es ging nach hinten los. Nächstes Mal, vielen Dank. Marc, waren die 10 Nachlader heute mindestens 6 zu viel? 6 vielleicht nicht, aber der eine oder andere war es mit Sicherheit zu viel. Ich denke, es war heute auch sehr schwer auf der Strecke. Und ich glaube, man merkt auch, ich habe gerade mit dem Arndt gesprochen, der nicht zufrieden war mit seinem Rennen, weil er sich einfach auch sehr müde gefühlt hat. Bedingungen waren auch schwer, hat man ja gesehen, wie der Schnee auch gespritzt ist, dass es ziemlich tief war. Und ich glaube, gerade bei denjenigen, die auch alle Rennen jetzt gelaufen sind, Benny und Arndt, dann spürt man auch mal ein bisschen Verschleiß irgendwo. Einige, die doch mal das ein oder andere Rennen ausgelassen haben vor Kart oder Bö, die auch mal nicht gelaufen sind, die natürlich, wie man heute gesehen hat, oder der Taille, die auch frisch waren und dann auch mal die Berge mal etwas lockerer hochspringen konnten. Und ich glaube, die Summation aus so ein paar Kleinigkeiten, die haben uns heute das Podest verhindert, aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war es trotzdem ein guter Wettkampf. Und mit Hinblick auf die Olympischen Spiele, da wollen Sie ja gerne mit der Staffel auch aufs Treppchen laufen. Macht Ihnen das keine Sorgen? Nee, ich habe ja gerade die Gründe genannt, warum wir nicht auf dem Podium sind, was immer unser Ziel ist. Aber ich denke, man muss auch in dem Feld erstmal Vierter werden. Und da ist es nicht mehr weit bis zum Podium. Und ich glaube, dass wir auch nach wie vor gute Chancen haben, bei Olympia dort auch mit um die Medaillen zu kämpfen. Wie schön, vielen Dank.